Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie natürlich auch diese Woche wieder recht herzlich zu einer neuen Sendung von Kabeljournal. Wir werden in dieser Sendung natürlich nicht an dem Thema Corona vorbeikommen, da sind wir auch keine Ausnahme. Aber ich lasse mir die Frühlingsstimmung trotzdem nicht verderben und genieße hier noch ein paar Sonnenstrahlen auf einer Frühlingswiese. Und Sie sehen an dieser Stelle den ersten Beitrag. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Nicht täglich, sondern stündlich überschlagen sich die Nachrichten zum Thema Coronavirus. Wie ernst die Lage ist, wurde in der Region spätestens klar, nachdem die Stadt Chemnitz am 13. März bekannt gab, dass sie alle öffentlichen städtischen Einrichtungen schließt, Vereine mit eigenen Sporthallen aufforderte, den Trainings- und Spielbetrieb auszusetzen und Eltern bat, sich auf die Schließung von Kindertagesstätten, Schulen und Horten vorzubereiten. Ebenso am 13. März informierte Limbach-Oberfrohna, dass die Stadt als Vorsichtsmaßnahme wegen des Coronavirus öffentliche Einrichtungen schließt, darunter das Limbomar, die Bibliothek, das Echo-Museum und Schloss Wolkenburg. Alle bis Ende April geplanten eigenen Veranstaltungen wurden bis auf Weiteres verschoben. Die Gemeinde Niederfrohna gab am gleichen Tag bekannt, dass alle öffentlichen Spielplätze gesperrt sind und alle Veranstaltungen in der Begegnungsstätte Lindenhof abgesagt wurden. Die Stadt Hohenstein-Ernsthal informierte am 15. März, dass die kommunalen Sportstätten sowie das Hortbadeland bis auf Weiteres geschlossen werden. Geschlossen wurden ebenso das Textil- und Rennsportmuseum, die Stadtbibliothek und die kleine Galerie. Zudem wurden in der Kammer-Geburtsstadt zahlreiche Veranstaltungen abgesagt, darunter das für den 19. April geplante Frühlingsfest. Auch andere Kommunen wie Burgstedt, Flöha, Hainichen informierten über Schließungen und Veranstaltungsabsagen. Den Bitten zahlreicher Stadtverwaltungen an die Bürger, die Ämter und Behörden nur in dringenden Fällen aufzusuchen, folgten die Mitteilungen, dass die Rathäuser für den Besucherverkehr geschlossen bleiben. Schon am Sonntag, 15. März, fielen wegen der Corona-Krise in Sachsenskirchen Gottesdienste aus. Der Freistaat Sachsen schloss ab 18. März alle Schulen und Kindertagesstätten. Hinzu kam das Verbot von Veranstaltungen und die Schließung von öffentlichen und privaten Einrichtungen und Geschäften. Der Allgemeinverfügung des Freistaates vom 18. März, abrufbar unter www.sachsen.de, ist unter anderem zu entnehmen, dass Ausnahmen gelten für den Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Tank- und Poststellen etc. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping erklärte, dass man sich zu drastischen Maßnahmen durchgerungen hat, die das öffentliche Leben auf ein Minimum reduzieren. Das ist nötig, um die Verbreitung des Virus zu bremsen. Eine Nachricht jagt die nächste, weil die Infektionsfälle von Tag zu Tag steigen, auch in der Region. Die Bundesregierung, das Land Sachsen, die Landkreise und viele Kommunen informieren auf ihren Internetseiten ausführlich über Maßnahmen und Weiteres in Sachen Coronavirus. Mehr zum Thema Coronavirus erfahren Sie nach den Wochensplittern in einer Extra-Ausgabe von Wir in Sachsen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Klangerlebnisse höchster Güte in Kombination mit einem perfekten Innenraumdesign, das ist unser Anspruch. Lassen Sie sich überraschen von der Klangwiedergabe unserer Soundsysteme, die Sie sonst nur aus Opernhäusern und Kinos kennen.
Seit 2005 ist die Media Lounge Jentsch Ihr kompetenter Partner im Bereich der multimedialen Innenraumgestaltung. Ein unvergleichlicher Klang, gepaart mit schier unendlichen Verbaumöglichkeiten unserer Flächenlautsprecher in Wänden, Decken sowie Böden, gibt Freiraum für die individuellsten Gestaltungsideen. Dabei übertrifft die Qualität gewöhnliche Lautsprechersysteme durch einen raumfüllenden Klang, ganz gleich, wo man sich im Raum befindet. Durch unser System können Soundboards unsichtbar in allen Flächen des Raumes integriert werden. Die Gestaltung des Innenraums durch unterschiedliche Materialien bleibt aber völlig frei. Jeder Innenraum kann von uns im Komplettservice geplant und realisiert werden. Am Ende wird das Soundsystem auf die Klangcharakteristik des Raumes feinjustiert. Neben der Verarbeitung unserer Flächenlautsprecher in Wohnräumen finden diese auch in Feuchträumen, gegen Vandalismus geschützt im öffentlichen Raum, in Museen oder Galerien sowie in hygienisch sterilen Bereichen ihre Verwendung. Überzeugen Sie sich selbst von der Einzigartigkeit unserer Innenraumkonzepte in der Media Lounge Jentsch. Ja, liebe Zuschauer, und aufgrund der Tatsache, dass letzte Woche das öffentliche Leben noch nicht ganz so lahmgelegt war durch den Coronavirus, sehen Sie jetzt an dieser Stelle die Wochensplitter. Die Wochensplitter werden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte. Am 14. März hieß es wieder Bürger für den Stadtpark. Um 8.30 Uhr begann der Frühjahrsputz im Stadtpark Limbach-Oberfrohna, der von fast 40 Bürgern unterstützt wurde. Der städtische Bauhof koordinierte die Arbeiten und stellte Arbeitsgeräte sowie Material zur Verfügung. An Arbeit mangelte es nicht. Im gesamten Parkgelände wurde Müll eingesammelt, dazu die Äste, die Sturmtief-Sabine von den Bäumen riss. Die Reinigung der Freilichtbühne stand auf dem Plan und auf dem Spielplatz am Rutschturm erneuerten die Helfer die Palisaden. Auch der Schmetterlingswiese widmete man sich, die der Bauhof anlegte, damit die Insekten einen Rückzugsort finden, wo sie Futterpflanzen finden. Die haben wir letztes Jahr mit einer Schulklasse in einem Projekt eingesetzt in die Wiese. Die haben sich auch teilweise wirklich gut entwickelt. Das sind Disteln, das sind Mädesüß, also alles, was so Teichrand auch vorkommt. Und die Wiese ist hauptsächlich schon so gedacht, dass die Futterpflanzen da sind und auch die Nektarpflanzen. Gemäht werden auf der Wiese nur Bereiche. Ist jetzt quasi von uns aus gesehen eine Streifenmaut geworden. Teilbereiche bleiben immer stehen, ein Jahr, zwei Jahre. Und dann müssen sie wie jetzt eben doch immer mit gemäht werden, damit das nicht zuwuchert oder dann sich Bäume etablieren. Und da sind wir jetzt eben dabei, den ganzen alten Bestand vom Gras und was sich so ansammelt im Untergestrüpp daraus zu ziehen. Drei Schmetterlingswiesen wurden vor 3 Jahren in der Stadt angelegt, die scheinbar intensiv genutzt werden und damit ihren Zweck erfüllen. Also hier in dem Bereich sind jetzt vorwiegend Kohlweißlinge gesichtet worden. In Zitronenfall, da haben wir jetzt letzte Woche schon gesehen. Tagesfaulenaugen und dann haben wir Schmetterlingswiesen an der Kellerwiese. Da ist ein anderer Pflanzenbestand, da ist eben mehr Trockenrasen und da sind dann vornehmlich Bläulinge, kleiner Fuchs, also andere Sorten halt. Die brauchen andere Pflanzen und dadurch sind dann andere Schmetterlinge. Eine dritte Schmetterlingswiese befindet sich am Hohen Hain. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen führt im Moment als zusätzliches Angebot den bargeldlosen Zahlungsverkehr beim Busfahrer ein. Umgerüstet werden sollen laut VMS mehr als 1000 Busse im Verbundgebiet.
Der Fahrgast sagt dem Fahrer, wohin oder welches Ticket er will und hält die EC oder Kreditkarte einfach vor das Lesegerät, dann erhält er seinen Fahrschein. Wir haben mit der Umrüstung der Busse in Zwickau und bei den städtischen Verkehrsbetrieben und beim Regionalverkehr angefangen. Die ersten Busse fahren bereits. Regionalverkehr Erzgebirge und Regiobus Mittelsachsen ziehen nun nach, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Henning Schmidt, Fachbereichsleiter Verkehr bei Regiobus, teilte auf Anfrage mit. Am Standort Döbeln ist diese weitestgehend abgeschlossen. Am Standort Mittweida läuft die technische Umrüstung in dieser Woche an. Danach erfolgt diese auch am Standort Freiberg, so dass Ende Juni die ganze Busflotte dem Kunden die Kartenzahlung ermöglicht. Dies ist Teil der technischen Umrüstung aller Fahrzeuge im VMS für ein neues Verkehrsleitsystem, welches die Kundeninformation verbessert und auch neue Verkaufstechnik umfasst, so Henning Schmidt abschließend. Seit 9. März ist die Chemnitzer Straße in Limbach-Oberfrohna in Bauabschnitten voll gesperrt. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich zwischen Hohensteiner Straße und Haus Nummer 16 und der fünfte Bauabschnitt zwischen Mitte Feuerwache bis Einmündung Burgstädter Straße. Grund ist die Auswechslung der Gashauptleitung mit punktueller Fahrbahnerneuerung. Da zusätzlich an sämtlichen Bauwerken die Gasanschlüsse bis in das Haus erneuert werden, ist eine halbseitige Sperrung nicht möglich. Die offizielle Umleitung läuft für beide Fahrtrichtungen über die Hohensteiner Straße Ostring sowie Burgstädter Straße und ist entsprechend ausgeschildert. Bis September ist die Chemnitzer Straße abschnittsweise gesperrt. Die Dauer der einzelnen Bauabschnitte kann jetzt noch nicht benannt werden. Seit 24. Februar ist das Kammerhaus in Hohenstein-Ernsthal geschlossen. Grund ist diesmal nicht das Coronavirus, sondern der Beginn der Bauarbeiten Kammerhaus-Depot. Der Stadtrat beschloss Ende Januar mehrheitlich mit 4 Gegenstimmen für das Vorhaben Neubau-Funktionsgebäude Kammerhaus die Vergabe von Bauleistungen für Erd- und Rohbauarbeiten an den Bieter Solidbau zu einem Gesamtbruttopreis von rund 415.000 Euro aus dem Finanzhaushalt. Bund und Land gewähren die Förderung für das Bauvorhaben. Voraussichtlich ab Sommer 2021 soll das Museum wieder öffnen. Bis dahin kann man sich auf der Internetseite karl-mai-haus.de über die Arbeiten und Veranstaltungen des Kammerhauses informieren. Der Bezirksverband Chemnitz des Sächsischen Rassegeflügelzüchterverbandes führte am 14. März in der Parkschenke Limbach-Oberfrohna seine alljährliche Delegiertenversammlung durch. Es sind geladen die 18 Kreisverbände, die innerhalb des Bezirksverbandes organisiert sind. Und da hat jeder Kreisverband seine Delegierten, die dann hierher kommen. Zur Jahreshauptversammlung mussten zahlreiche Punkte abgearbeitet werden. Das sind im Prinzip die Rechenschaftsberichte des Vorsitzenden, des Kassierers und des Zuchtwortes. Und dann stehen halt die alljährlichen Wahlen an des Vorstandes, da dann in dreijährigen Rhythmus immer verschiedene Mitglieder gewählt werden. Dieses Jahr sind der Vorsitzende, also meine Person, und der Beisitzer dran. Der Verband zählt zurzeit 4.400 Mitglieder. Es sind dieses Mal wieder etwas mehr Mitglieder. Wir hatten auch schon Jahre, wo ein bisschen mehr Verlust ist. Aber trotzdem ist generell zu sagen, dass die Mitglieder immer weniger werden. Zu den Problemen gehört Überalterung in den Verein, seltener Nachwuchs. Also die Jugend ist schwer vom Sofa hervorzulocken. Sie haben ja auch mittlerweile auch andere Vereine die Probleme, ob das jetzt Sport ist oder sonstige. Dass eben der Nachwuchs fehlt und daraufhin dann immer wieder weniger Mitglieder werden. Und natürlich ist auch immer eine Schwierigkeit jetzt beim Geflügel. Es ist ein Hobby, was 365 Tage im Jahr in Anspruch nimmt. Die Tiere müssen versorgt werden. Es müssen auch dann dementsprechend ein bisschen bei den Jugendlichen die Eltern dahinter stehen, dass wenn in Ferienzeiten oder bei Klassenfahrten die Tiere ja trotzdem versorgt werden. Und das ist jetzt mittlerweile doch ein bisschen ein Problem, dass dann das fehlt, die Unterstützung, und da viele auch das bisschen scheuen, dieses Hobby vorzunehmen. Genauso ist es natürlich mit der Nachbarschaft. Im städtischen Bereich wird es ja immer schwieriger, Geflügel zu halten. Die Hähne, die Krähen, ist ja bekanntlich, und da stürzt doch den einen oder anderen Nachbarn. Und das Gleiche ist bei den Tauben, wenn sie im Freiflug sind, dass doch der ein oder andere Nachbar sich dadurch gestört fühlt. Ganz besonders trifft das zu, wenn Städter auf die Dörfer ziehen.
der Nachbar stört sich da dran, der wollte ja natürlich aufs Dorf gehen, weil es ruhig ist. Und dann fängt der Hahn an zu krähen, früh um 5. Ist natürlich nicht so schön, aber irgendwo gehört es ja eigentlich zum Dorfleben dazu, dass Tiere vorhanden sind und da ein Krähen, ein Gacko oder ein Gegore zu hören ist. Die, die sich der Geflügelzucht verschrieben haben, mögen an ihrem Hobby. Die Tiere so zu erleben, den Rhythmus zu erleben im Jahr eigentlich, vom Eierlegen, die Brut und anschließend dann der Schlupf der Küken, die Küken sehen, wie die aufwachsen. Und dann haben wir ja im Herbst unseren Höhepunkt mit der Ausstellung. Dort werden ja dann die Tiere, die wir im Jahr gezogen haben, präsentiert und geehrt, was hier dann natürlich auch mit zum Zuge kommt. Hier werden dann ja die Leistungspreise und die Zuchtpreise, die errungen worden sind, aufschauen, vergeben. Und das ist natürlich der Höhepunkt auch mit von dem Züchter, wenn er dann solche Preise erhalten kann und darf, aufgrund seiner züchterischen Leistungen. Und natürlich ist es auch ein bisschen eigentlich entspannend, wenn man so den Tieren sich mit beschäftigt. Man kann sie beobachten. Ja, es ist sehr zutraulich und das alles. Also es ist ein lebendiges Hobby in der Hinsicht. Einen Tag vor der Delegiertenversammlung kam aus Bad Lausick keine gute Nachricht. Ja, schon gehört, da ist nun die Vogelgrippe, da hat man jetzt einen Kleinbestand, der jetzt von der Vogelgrippe betroffen ist, oder Aviaria Influenza besser gesagt, und da musste nun natürlich der Bestand getötet werden, aber es ist zwar sehr traurig, aber man muss eben sehen, die Seuchenprophylaxe geht hier in dem Fall vor, wenn es dann mehrere Bestände betreffen würde, wo das dann auftritt, ist ja der Schaden doch größer. Wir hoffen das Beste und dass dort nicht so viel Schaden entstanden ist und dass vielleicht dort trotzdem eine Zucht wieder weitergeht. 2016-17 hatten die Geflügelzuchtvereine große Probleme aufgrund der Vogelgrippe. Da hatten wir den großen Grippezug bei den Vögeln, wo viele Ausstellungen dann abgesagt werden mussten, wo ja das Geflügel aufgestellt werden musste. Und da gab es natürlich auch viel Ärger von den Züchtern, aber ich denke mal, das gehört zur Prophylaxe auch von unserer Seite herzu. Wir sehen sie jetzt, wenn man den Bezug sieht zur Coronavirus. Ne, jetzt werden auch viele Veranstaltungen abgesagt. Es ist vernünftig, dass Großveranstaltungen, wo wirklich Publikum, was weltweit unterwegs ist, abgesagt wird. Wir haben uns heute dazu entschlossen, trotzdem das durchzuführen. Ich denke mal, unser Bezirksverband, das ist noch überschaubar und es sind ja nicht die Masse. Und ich hoffe, es sind wirklich nur Gesünder heute angereist, um den Virus einzudämmen. In Sachen Corona war Limbach-Oberfronas Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel unterwegs, weshalb der Bürgermeister Robert Volkmann die Delegierten begrüßte. Ja, so ähnlich, wie das Herr Dr. Dreck so schon gesagt hat, wie beim Landkreis, so ist es auch im Moment bei uns in der Stadt. Nicht in der Intensität, da haben wir vielleicht gerade mal noch ein bisschen Glück im Moment. Aber auch wir müssen uns natürlich mit dem leidigen Thema Corona auseinandersetzen. Zu Gast war außerdem Wolfram John, der Vorsitzende des Sächsischen Rassegeflügelzüchterverbandes. Ich bin ja als Ehrenvorsitzender im Bezirksvorstand auch gerne hier bei euch. Wir hätten natürlich auch gerne heute den Chemnitzer Frühling wieder mit betreut, mit Kükenschlüpf. Die schlüpfen nur bei mir zu Hause seit gestern Vormittag. Aber ich denke, das werden wir im nächsten Jahr wieder weiter so mitmachen. Der Chemnitzer Frühling sollte in der Messe Chemnitz stattfinden und wurde, wie viele andere Veranstaltungen auch, wegen der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus abgesagt. Stattdessen funktionierte die Stadt die Messehallen zur Corona-Ambulanz um, die am 17. März für Bürger aus Chemnitz geöffnet wurde. Es herrscht Betrieb am Hafengelände Griebstein. So wie jedes Jahr laufen hier die Vorbereitungen für die neue Saison. Auch wenn die Arbeiten viel Routine enthalten, die touristische Saison in diesem Jahr verläuft definitiv anders, vor allem in Sachen Fahrgastschifffahrt. Wir stehen unmittelbar vorm Saisonstart und ich kann versprechen, es wird eine ganz spannende Saison. Derzeit sind wir dabei, wie immer um diese Zeit im März, die Schiffe zu Wasser zu lassen, die Durchsichten auf den Schiffen durchzuführen und die technische Überprüfung der Schiffe steht noch an. Das ist eigentlich das, was bei uns schon Routine ist, bei unseren Schiffsführern und beim Personal. Aber das Spannendste an dieser Saison wird ja der komplette Hafenumbau. Wir sind alle sehr glücklich, dass sämtliche Hürden genommen wurden, alle Genehmigungen sind erteilt. Die Finanzen sind geklärt, das ist ja nicht immer so. Und die Baufirmen stehen auch schon fest, die das durchgeführt haben. Das Vergabeverfahren ist schon erfolgt. Und es geht definitiv am 10. August mit dem kompletten Hafenumbau los.
Sie sehen nochmal die alte Promenade hier bei uns. Also ich glaube, ich hoffe, in einem Jahr erkennen Sie die nicht wieder. Und ich denke, es wird eine Bereicherung wirklich für unsere Gäste. Und es ist auch so angelegt, dass es wirklich dann zum Verweilen einlädt, was ja nun im Moment nicht ganz so der Fall ist. Kann man ja nun wirklich nicht so nennen. Und wir sind wirklich happy, dass es so ist. Es wird ab August Einschränkungen geben. Über die werden wir noch ausreichend informieren. Aber bis zum 2. August erfolgt der Schiffsfahrplan wirklich nach dem ausgegebenen Fahrplan. Auch wenn die Saison am Griebsteinsee in diesem Jahr etwas kürzer sein wird, der Veranstaltungsplan ist gut gefüllt. Wenn wir auch den Bau des Hafens als Schwerpunkt sehen, so brauchen natürlich unsere Gäste auf die kulturellen Angebote nicht verzichten. Also wir starten wie immer am Karfreitag, diesmal am 10. April mit der Saisoneröffnung mit dem mittelsächsischen Kultursommer. Ostern wieder breites Programm, dann folgt natürlich das Frühlingsfest wieder traditionell und zum Muttertag wird es diesmal ein Highlight geben und zwar werden Schüler und Kinder der Musikschule Mittelsachsen hier auftreten. Wir rechnen mit ungefähr 200 Teilnehmern, also das wird spannend, das wird Konzert im Grünen. Es folgt natürlich dann unser traditioneller Himmelfahrtstag, der immer gut angenommen wird, egal welches Wetter ist, gefolgt dann von einem breiten Programm zu Pfingsten. Es geht freitags mit den Firebirds los, sonntags das Eröffnungskonzert für die Open-Air-Saison auf der Seebühne und dann Montag ist der Kindertag, dort werden wir auch wieder ein komplettes Programm für die Kinder auf die Beine stellen und dann folgt schon das Talsperrenfest. Zwischendurch läuft natürlich die Chartersfürstin auf der Seebühne. Auch da wird keine Veranstaltung ausfallen wegen der Baumaßnahmen. Und dann folgen am 1. 2. August nochmal der Traumzauberbaum vom Lacomi-Ensemble und dann die Kultursommernächte des mittelsächsischen Kultursommers. Diese beenden dann am 9. August die Saison auf der Seebühne. Ab da haben die Bauarbeiter das Sagen. Und sie werden es auch demnächst an der Seebühne haben. Der Einsatz hat sich gelohnt. Seebühne Griebstein kann für satte 3 Millionen Euro saniert werden. Mit diesem Post informierte die Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann über die Freigabe von rund 2,5 Millionen Euro Fördermittel aus dem Förderprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages. Die Arbeiten hierfür sollen laut Zweckverband ab September 2021 in 3 Bauabschnitten erfolgen. Der Tierpark Förderverein Limbach-Oberfrohna lud am 12. März zum Pressegespräch in die Tierparkschule ein. Am Vortag fand die Jahresmitgliederversammlung statt. In dieser Jahresmitgliederversammlung lag uns dort auch der vom Vorstand vorgeschlagene Jahresplan für 2020 vor und freuen uns heute, dass unser Vorsitzender, Professor Eulenberger, diesen der Öffentlichkeit vorstellen kann und erläutern kann, was wir als Förderverein in 2020 vorhaben. Es ist wieder ein ganz ehrgeiziges Programm, was da zusammengekommen ist. Wie von Professor Klaus Eulenberger zu erfahren war, erfüllte 2019 der Förderverein komplett seine ehrgeizigen Ziele. Highlight war natürlich auf jeden Fall die Fertigstellung und Besetzung der Manwolf-Anlage, was ja, glaube ich, richtiges Teil auch schon der Gesamtumsetzung des Masterplans mit ist und vor allen Dingen auch von der Tierart her eine Art ist, die nicht jeder Tierpark bekommt. Die Manwölfe kommen bei den Besuchern gut an. Es ist ja damit gleich eine Erweiterung des Tierparks verbunden. Die Leute gehen also jetzt in unserem kleinen Tierpark nochmal eine Runde oder einen Stich weiter. Und ich denke, damit haben wir voriges Jahr dem Tierpark und damit der Stadt Limbach-Oberfrohna wieder einen ganz großen Gefallen tun können. Es gab noch andere Höhepunkte für den Tierpark-Förderverein. Wir sind ausgezeichnet worden über die UN-Dekade, speziell was die Leistung hier im Rahmen der Tierparkschule angeht. Damit sind wir sehr öffentlichkeitswirksam geworden und auch gezeigt, welche Aufgaben eigentlich ein Tierpark zu erfüllen hat. Und gerade diese edukative Seite
hatte zunehmend Maße, glaube ich, den Limburger Tierpark auch bekannt gemacht und speziell nochmal diese Unterstützung durch diese spezielle Auszeichnung gefunden. Auf dieser Schiene möchte der Verein weitermachen. Der Jahresplan zieht dieses Jahr nicht ganz so ein ehrgeiziges Projekt wie die Mähnwolf-Anlage vor. Dazu reichen einfach unsere Mittel dieses Jahr nicht. Dafür wird etwas für die biologische Vielfalt getan. Dort, wo die Nasenbären an die Zebus grenzen, das ist eine kleine Ecke, die wir gestalten wollen, im Sinne eines Gartens, wie jeder eigentlich, zumindest ein Teil, wenn er einen größeren hat, seines Gartens gestalten könnte, nämlich so naturnah wie möglich im Sinne des Erhalts der Biodiversität. Und das wird also dieses Jahr hoffentlich auch noch gefördert, unser wichtigstes Projekt mit werden. Es sei denn, wir sind nochmal gefragt bei Inkaland. Dort hängt es jetzt von den Aktivitäten ab, die aus verschiedenen Gründen bis jetzt vergangenes Jahr nicht möglich waren. Und ich denke, wenn da was kommen, müssen wir uns natürlich dort auch wieder mit einbringen, das ist klar. Dann haben wir noch etwas nachzuarbeiten. Unsere Anlage, wo die Präriehunde zu Hause waren, muss ich sagen, war ja nach unten nicht ganz dicht geworden, sodass wir jetzt nochmal die Anlage völlig neu auskoffern und neu absichern müssen. Wir werden allerdings dort dann nicht mehr die Präriehunde halten, sondern die Waldmurmeltiere, die wir seit vorigem Jahr haben und die leider auch diesen Weg, den die Präriehunde geschaffen hatten, gefunden haben. Sind einer war entwichen, aber ist zum Glück wieder eingefangen worden. Es sind Tiere, die wir in Gemeinschaft mit dem Zoo Pilsen halten. Das sind erstmal zwei Weibchen. Wir beide suchen dann nach passenden Männern und dann wird jeder Zoo ein Paar haben. Und dafür muss die Anlage jetzt hergerichtet werden. Das geht also ganz schnell. Damit der Amerika-Tierpark noch mehr zum Amerika-Tierpark wird, möchte der Verein unser kleines Indianerdörfchen erweitern, noch erstmal ein zweites Tibi dazu kaufen und mit entsprechend kompetenten Leuten auch das gestalterisch etwas noch verändern. Wenn die Leute reinkommen in den Tierpark, die das kleine Dörfchen sehen, dann wissen sie auch, warum wir Amerika-Tierpark sind. An den Tieren ist das nicht immer gleich so festzumachen. Da muss man schon auf die Schilder schauen, um herauszufinden, ob die Tiere denn wirklich Amerikaner sind oder nicht. Und was die Landschaft angeht, da sind wir natürlich, was die tropischen Teile von Amerika angeht, etwas schlecht dran. Und das Tropenhaus wird sicherlich noch ein paar Jahre warten lassen. Und und im nördlichen Teil unterscheidet sich nicht so sehr von Europa. Insofern ist es schon gut, wenn wir diese ethnogeografischen Aspekte mit reinbringen. Die nächste Möglichkeit in diese Richtung wird dann Inkaland geben. Aber als Vorgriff auf die Prärien Nordamerikas wollen wir gerne, wie gesagt, das Indianerdorf noch etwas mehr in den Mittelpunkt drücken. Auch die Tierparkschule soll wieder unterstützt werden, um die Veranstaltungen abzusichern. Das heißt auch, Sponsoren und Spender zu finden. Wir werden uns am Kinderfest beteiligen, natürlich wie jedes Jahr, aber auch am Kinderfest im Stadtpark, speziell die Tierparkschule wird sich dort einbringen. Wir werden uns in verschiedenen Veranstaltungen auch mit unserem Zooshop beteiligen, zum Beispiel am Weihnachtspark hier an der Parkschenke. 2020 sollen wieder die Vortragsveranstaltungen stattfinden. Die für den 25. März geplante muss aufgrund der aktuellen Virussituation verschoben werden. Auch einen Wettbewerb wird es in diesem Jahr geben. Voriges Jahr hatten wir ja den Fotowettbewerb ausgeschrieben. Da hängen ja auch die besten Fotos noch im Flamingolandhaus. Ihr könnt also die Besucher das noch mitnehmen. Dieses Jahr wollen wir einen Geschichtenwettbewerb. Da haben wir einen Geschichtenwettbewerb ausgeschrieben. Wer schreibt die besten Zoogeschichten? Und zwar in den Altersgruppen von der 3. bis zur 8. Klasse. Die älteren Jahrgänge wurde uns mitgeteilt, seien so schreibfaul, dass sie da nichts mehr bringen würden. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen. Ich war da etwas frustriert, das zu hören. Aber gut, wenn es so sein soll, die Lehrerinnen das so einschätzen, wird es wohl stimmen. Andererseits wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, ein paar zu motivieren und das Gegenteil zu beweisen. Ich weiß nicht. 2020 werden neue Bewohner im Tierpark einziehen. Wir werden wieder Wasserschweine bekommen. Die kommen aus dem Leipziger Zoo. Die müssen bloß noch groß genug werden. Und wir sind immer noch dran, die Chaco Beccaris zu bekommen. Ich habe leider immer noch keine endgültige Zusage vom Tierpark Berlin. Aber ich werde doch da dranbleiben. Ansonsten wird der Tierbestand sich dieses Jahr nicht wesentlich erweitern. Wir hoffen natürlich, dass die Tiere, die bei uns sind, sich vermehren. Das betrifft einerseits die Pinguine natürlich, da sieht es gar nicht schlecht aus, da liegen zurzeit 10 Eier. Das heißt, 5 Paare haben offenbar mit der Brut begonnen. Voriges Jahr hatten wir ja nur ein fruchtbares Ei und der Jungvogel ist ja auch groß geworden. Das haben wir gestern auch noch mal schön darstellen können.
Und die männlichen Vögel, ja, sind ja immer ein bisschen Spätzünder, wie Sie wissen. Die brauchen offensichtlich noch ein Jahr, um dann auch die Eier befruchten zu können. Und das hoffen wir, dass es dieses Jahr so sein wird, sodass wir möglicherweise dieses Jahr nicht nur einen Jungvogel pro Brust bekommen. Aber auch nicht 10, das ist auch klar. Ja, das wird nicht gelingen, das wäre ein großes Wunder. Nachwuchs erhofft man sich ebenso wieder bei den Flamingos. Wir hatten ja voriges Jahr schon 9 Eier liegen, also das heißt 9 Brutpaare, 10 haben wir insgesamt. Ich glaube, das 10. hat dann auch noch angefangen, aber schließlich waren dann in einer Nacht alle Eier verschwunden. Und wir müssen dafür einen Waschbären als den Dieb betrachten. Das Netz war leider an einer Stelle relativ groß zerstört worden oder zerrissen worden und ist der eingedrungen. Wir sind dran, das dieses Jahr zu verhindern. Wie weit das jetzt ist, das ist die Aufgabe der Stadt. Das ist ein Gedien, das kann ich jetzt zurzeit nicht sagen. Es gibt ein Angebot dafür, das elektrisch abzusichern oder eine anderweitige Lösung zu finden. Über einen neuen Kindergarten würde man sich freuen. Also so ein Vogel kostet immerhin, wenn man sie kauft, 2.500 Euro. Wir verkaufen die allerdings nicht, sondern tauschen die immer dann gegen andere Tiere mit anderen Zoos ein. Aber trotzdem ist das ja ein enormer Wert, der uns leider vergangenes Jahr verloren gegangen ist. Wie Dr. Hans-Christian Riekauer betonte, kamen mit Hilfe des Tierparkfördervereins viele finanzielle Mittel zusammen. Welchen Umfang das ausmacht, kann man vielleicht sich vor Augen führen, wenn wir sagen, dass das in den letzten Jahren immer seitens des Fördervereins fünfstellige Beträge im oberen Bereich, also irgendwo zwischen 60.000 und 80.000 in den Jahren, die er aufgebracht hat, um hier unterstützen oder seine Projekte zu realisieren. Das kann der Tierpark natürlich nur, weil es ganz viele Spender und Sponsoren gibt, die dem Tierparkförderverein dafür Gelder zur Verfügung stellen. Und da gilt es einfach einmal Dankeschön auch zu sagen in diesem Zusammenhang, dass diese Spender und Sponsoren überhaupt die Tätigkeit ermöglichen, die da als Ergebnis jetzt auch dargestellt werden kann. Dass das in Zukunft schwieriger werden wird, das liegt einfach an der wirtschaftlichen Lage, dass es Sponsoren gibt, die eben aus betriebswirtschaftlichen, finanzwirtschaftlichen und anderen Gründen nicht mehr in dem bisherigen Maß tätig werden können. Dafür einmal auch natürlich weiter der Aufruf, vielleicht finden sich auch neue Sponsoren und Spender, die hier mithelfen. Und ein Punkt, der in den letzten Jahren angegangen wurde, aber etwas zurückgegangen ist, das ist gestern auch zum Ausdruck gekommen in der Mitgliederversammlung. Wir hatten immer die Baumpatenschaften im Tierpark gehabt, was natürlich nicht nur die Tiere, sondern hat man das ganze Ambiente mitschafft und auch das entsprechende Bildung schafft. Im letzten Jahr hatten wir nur eine Baumpatenschaft, die da übernommen worden ist. Und wir wollen uns in diesem Jahr miteinander anstrengen, dass auch auf diesem Gebiet wieder neue Baumpaten gefunden werden, die sich hier engagieren und so zur Gestaltung des Tierparks kommen. Spender kommen nicht nur aus der Wirtschaft. Zum Beispiel hat es ja erst vor kurzem eine Limbacher junge Frau 1.000 Euro zukommen lassen, weil sie bei BSR was gewonnen hat. Und die Hälfte der Summe muss sie irgendeinem gemeinnützigen Verein spenden. Und hat sie das dem Tierpark gespendet, weil sie den so gut findet und besser werden und auch besser werden soll. Und solche Dinge können natürlich noch wesentlich dazu beitragen. Auch gestern haben wir dazu aufgerufen und sind also gleich, der eine hat gesagt, hier das Indianerdorf spende ich 500 Euro. Also das ist gestern ganz spontan gesagt worden. Willkommen sind ebenso kleinere Summen. Oder anders ausgedrückt, Kleinvieh macht auch Mist. Die Wochensplitter wurden Ihnen präsentiert von Volker Kluge GmbH, Ihr Mietgeräteprofi und Servicepartner für Baumaschinen, Elektrowerkzeuge und Motorgeräte in Frankenberg.
Telefon und Internet zu teuer? Die Technik soll bleiben? Wir liefern Telefon und schnelles Internet preiswert über Ihren Kabelanschluss. Erfahrene Techniker installieren vor Ort. Die Formalitäten erledigen wir. Vorhandene Rufnummern bleiben. Unsere Tarife sind flexibel. Lassen Sie sich telefonisch oder im Laden beraten. Wir finden die optimale Lösung für Sie. Nutzen Sie unseren Computer-, Drucker-, Telefon- und Sendersuchlaufkundendienst. Wir sind immer von Montag bis Freitag, 7 bis 17 Uhr für Sie da. Burgstedt, Chemnitzer Straße 11, parken vor der Ladentür. Als nächsten Programmbeitrag sehen Sie jetzt eine Gemeinschaftsproduktion der Lokalfernsehsender zum Thema Corona. Ich verabschiede mich auch von Ihnen an dieser Stelle. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bleiben Sie natürlich auch immer besonnen und vernünftig. Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flüha. Frau Köpping, wie ist denn der aktuelle Stand in Sachsen mit den Infektionen? Ja, also auch leider haben wir in Sachsen zu verzeichnen, dass die Zahl der Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, steigt. Wir haben heute ungefähr 320 Personen, die wir wissen, die sich also leider angesteckt haben. Zum Glück, das muss ich auch nochmal dazu sagen, haben wir zurzeit keine schwerstkranken Menschen oder sogar Menschen, die verstorben sind, an Corona zu verzeichnen. Haben Sie einen Stand, wie viele Leute denn in einer Intensivstation leben? Also leben meine ich jetzt sind? Tagesaktuell habe ich es nicht ganz genau, aber ich glaube, 12 Personen sind in Krankenhäusern untergebracht. Sie sind nicht alle auf Intensivstationen und keiner der 12 Menschen ist schwerst erkrankt. Wie ist denn der aktuelle Stand, die Lage in den sächsischen Krankenhäusern? Ich habe gehört, dass bei manchen normale Patienten quasi eher nach Hause geschickt werden. Wie sind die sächsischen Krankenhäuser aktuell darauf vorbereitet? Also auf der einen Seite haben wir natürlich die Krankenhäuser angewiesen, das ist bundesweit so, dass man alle Operationen, die verschiebbar sind aus medizinischer Sicht oder alle Behandlungen, die verschiebbar sind in den Krankenhäusern aus medizinischer Sicht, dass man dort die Operationen bzw. Aufnahme verschiebt. Wir möchten gerne, dass wir freie Kapazitäten in den Krankenhäusern haben, um für den Fall gewappnet zu sein, dass es mehr Erkrankte gibt, die in Krankenhäusern untergebracht werden müssen, beziehungsweise die in Intensivbetten oder mit Beatmung behandelt werden müssen. Jetzt ist es so, dass in Dresden und in Chemnitz zum Beispiel extra Krankenhäuser geschaffen wurden oder beziehungsweise Aufnahmestationen geschaffen wurden. Wie ist das denn im ländlichen Raum in Sachsen? Ist da die Versorgung gewährleistet oder wo gibt es da Probleme? Ja, da haben wir eine Regelung geschaffen, dass die drei Regionen, Chemnitz, Leipzig und Dresden, dass die mit ihren ländlichen Regionen gemeinsam ein Konzept auf die Beine stellen bzw. schon gestellt haben, dass also niemand Sorge haben muss, wenn er eben zum Beispiel in der Oberlausitz lebt oder im südlichen Leipziger Raum oder ähnliches, dass er schlechter versorgt wird als jemand, der in der Stadt lebt. Deswegen gibt es diese Kooperation, es gibt drei verantwortliche Mediziner, die dort vorne dran stehen und das Gleiche wird abgestimmt mit den Leitstellen bzw. Zweckverbänden, die dann für die Zuweisung der Patienten zuständig sind. Ja, wir haben heute Morgen eine Zuschauerfrage bekommen und zwar geht es darum um Zahnärzte. Zahnärzte dürfen ja weiter behandeln, jetzt gibt es aber auch zum Beispiel, mir auch bekannt, meine Zahnärztin ist über 60. Muss das unbedingt sein? Kann man da nicht, könnte man da Lösungen finden, dass die Zahnärzte vielleicht die Risiko haben, nicht behandeln? Das können die selber für sich festlegen. Das muss ich ganz klar sagen. Das sind ja selbstständige Zahnärzte. Und insofern, wenn eine Zahnärztin oder ein Zahnarzt der Meinung ist, dass er sich lieber zurückziehen muss, dann kann er das durchaus machen. Meine Bitte wäre nur, dass das wirklich auch mit den Ärztekammern bzw. mit der Kassenärztlichen Vereinigung signalisiert und abgestimmt wird, dass die Patienten, die eben wirklich eine dringende Behandlung brauchen, tatsächlich auch versorgt werden, auch in diesem Bereich. Wenn man so draußen rumläuft, gestern zum Beispiel in Leipzig oder auch woanders oder auch in Supermärkten ist, dann hat man das Gefühl, dass die Bevölkerung zum Teil das nicht ganz so ernst nimmt. In Supermärkten wird phasenweise gedrängelt, hat mir gerade vorhin ein Kollege noch berichtet. Und auch in dem Park sitzen die Leute in großen Gruppen zusammen. Wie kann man dafür sorgen, dass die Bevölkerung das Problem vielleicht wirklich ernst nimmt?
Also das eine ist, und deswegen bin ich sehr dankbar, dass die Bundeskanzlerin gestern eine Ansprache gehalten hat, auch der Ministerpräsident wird heute eine Ansprache halten. Das heißt, dass man von wirklich den politischen Entscheidungsträgern, die ganz vorne dran stehen, das Signal sendet, dass es eine ernste Situation ist. Das ist das eine. Ich möchte mich auch bei der Bevölkerung bedanken, die sich genau an diese Regelungen hält, die versucht, wirklich Vorsorge zu betreiben, um sich und andere Menschen zu gefährden. Aber bei den Menschen, die das nicht machen, da muss man ganz klar sagen, ich habe gerade mit Leipzig, Dresden und Chemnitz, Chemnitz wird noch besprochen, gesprochen, dass wir also dort auch Kontrollmaßnahmen bzw. dann tatsächlich auch Bestrafungen durchführen. Die Menschen, die sich nicht an unsere Regelungen halten, werden kontrolliert werden und werden auch, wenn notwendig, mit Strafen belegt werden. Ist eine Ausgangssperre in Sachsen vom Tisch oder kann die noch kommen? Also ich hoffe, dass wir das über diese Regelung hinbekommen. Aber mir ist die Gesundheit der Bevölkerung am wichtigsten. Und wenn wir merken, dass die Bevölkerung wirklich mit uns die Vorsorgemaßnahmen, die wir getroffen haben, und die sicher nicht einfach sind, da bin ich mir ganz sicher, das hat enorme Auswirkungen. Aber wenn wir die gemeinsam durchstehen, dann brauchen wir das nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das gemeinsam durchstellen. Und das muss man ganz klar sagen, dann muss man auch zu anderen Mitteln greifen. Mhm. Ich weiß, dass das ein bisschen eine Frage ist in die Glaskugel. Haben Sie irgendein Gefühl für einen Zeithorizont für die Maßnahmen? Also ich habe nichts anderes als das, was die Wissenschaft auch hat. Die wissen, dass es in China ungefähr 3 Monate gedauert hat, bis man wirklich Zahlen gesehen hat, die sinkend sind. Und wo man das Gefühl haben könnte, jetzt hat man das einigermaßen überwunden, aber eine genaue Auskunft kann Ihnen niemand geben. Ich weiß nur, dass es keine kurze Zeit sein wird. Und wir möchten gerne, dass wir nach den ersten Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, sieht, dass man bereits entweder eine Stagnation oder nicht mehr so ein starkes Steigern der Zahlen vorweisen kann, weil dann könnten wir auch wieder Maßnahmen zurücknehmen. Also das ist immer die Sache, die wir haben. Und wer jetzt eben glaubt, wenn die Kinder zu Hause sind, weil wir die Schulen geschlossen haben und die Kitas, dass man dann eben auf den Spielplatz geht und sich dort gemeinsam trifft, ist genau der falsche Weg. Dann hätten wir die Kita auch offen lassen können. Und deswegen ist es wirklich das Gebot der Stunde, dass jeder genau überlegt, was er hier macht, weil er nicht nur für sich selber Gefährdung schafft, sondern eben auch für andere. Ein Senderkollege hat heute Morgen mit einem Bürgermeister ein Interview geführt. Ich sage jetzt nicht welcher, aber dieser Bürgermeister hat gegenüber den Senderkollegen gesagt, dass er sich zum Teil von der Landesregierung schlecht informiert fühlt. Wie kann man vielleicht, man kann das erstmal so hinstellen, wie kann man aber vielleicht diese Informationen zu den Kommunen intern verbessern oder ist das gar nicht der Fall? Nun ja, es kommt immer auf eine beiderseitige Information drauf an. Wenn Sie auf unsere Internetseite schauen vom Sozialministerium, da finden Sie jede Information, die Sie brauchen. Die kann natürlich auch ein Bürgermeister einsehen. Gleichzeitig haben wir gerade vergangenen Freitag mit den Bürgermeistern und Landräten gemeinsam eine Informationsveranstaltung, auch wenn sie so ein bisschen hinterfragt worden ist, weil wir das nochmal gemacht haben, die haben wir durchgeführt. Und zum anderen haben wir mittlerweile im Krisenstab die Bürgermeistervereinigung, das ist der Sächsische Städte- und Gemeindetag und der Sächsische Landkreistag, fast täglich in der Schalte, wo wir alles, was wir machen, miteinander besprechen und natürlich auch die Fragen der Kommunen aufnehmen, um die zeitnah zu beantworten. Ansonsten bin ich mit vielen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern auch persönlich in Kontakt, sodass sie also auch mich anrufen können, die anderen Minister genauso wie den Kultusminister oder den Innenminister. Da weiß ich, dass sehr viele den direkten Kontakt suchen. Aber wir können zurzeit keine großen Runden durchführen, wo wir uns treffen. Das können wir selber nicht machen, wenn wir das von anderen nicht verlangen. Und deswegen ist auch jeder selber ein Stück weit in der Verantwortung, sich zu informieren. Ja. Ich weiß, Sie sind nicht Wirtschaftsministerin, aber ich möchte Ihnen trotzdem kurz die Frage stellen, wie kann man vielleicht außerhalb eines Kreditprogramms noch den kleinen und mittelständischen sächsischen Unternehmen helfen, die jetzt wirklich gerade, die Ein-Mann-Zwei-Mann-Unternehmen, die jetzt gerade wirklich Probleme kriegen, weil ihnen die Aufträge komplett weggebrochen sind? Das ist ein ganz großes Thema. Also das muss ich wirklich sagen. Es wird im Moment viel diskutiert, sowohl zwischen Bund und Land. Sachsen hat ein Sofortprogramm aufgelegt, was der Ministerpräsident gestern verkündet hat, von 670 Millionen Euro. Gleichzeitig muss man überlegen, wie kann man wirklich eine ganz gezielte Hilfe für die geben, die es brauchen. Das sind nicht nur Kredite, das sind auch unrückzahlbare Darlehen, so nennt sich das. Also insofern sind wir gerade dabei, das konzentriert auszuarbeiten, wen das alles betreffen kann und wie wer Hilfe braucht. Das ist sehr differenziert und sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite kann man unsere Programme nutzen, die wir schon haben, aber auf der anderen Seite braucht es auch wirklich neue Formen der Programme und da sind wir dabei. Ja, wann können, also auch da sicherlich können Sie mir vielleicht keine, aber wann ist das geplant, dass die Informationen veröffentlicht werden? Haben Sie da vielleicht schon was im Stand, wann das passieren könnte?
Also wir sitzen ja im Krisenstab mit den Ministern der anderen Ressorts alle 2 Tage zusammen. Und so denke ich, dass wir in Kürze, ich kann noch keinen ganz genauen Termin nennen, aber wirklich in Kürze, und da meine ich entweder am Freitag oder eben am Montag, dass wir dort Auskunft geben können, wie das genau aussieht. Okay, dann noch eine letzte Frage, Frau Köpping. Ich weiß, Sie sind sehr im Zeitdruck, aber noch eine Frage sei gestattet. Wie schützen Sie sich denn persönlich? Wie haben Sie denn Ihr persönliches Leben verändert jetzt in den letzten Tagen? Ja, wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich ein sehr herzlicher Mensch bin. Und natürlich die Menschen, die ich gut kenne, auch mal mit Küsschen rechts, Küsschen links, das fällt natürlich alles flach, genauso wie das Hände geben. Ich finde immer, man kann auch freundlich lächeln, das geht auch, aber das ist eine Umstellung für mich persönlich. Und natürlich versuche ich auch, die Abstände einzuhalten. Aber ehrlich gesagt bin ich noch immer in der Phase, wo ich gar nicht so sehr an mich denke, sondern mehr an die Gesundheit der Bevölkerung in Sachsen. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, Frau Köpping, vielen Dank im Namen der lokalen TV-Sender in Sachsen. Und wir wünschen Ihnen noch einen nicht so anstrengenden Tag. Bis dann. Dankeschön, wiederhören. Wir in Sachsen Spezial, ja, 16 Sender, eine Sendung. Und wir wollen Sie heute mal außerhalb unseres normalen Rhythmuses über die Corona-Situation in Sachsen informieren. Und wir beginnen ganz einfach mal mit einem Erklärstück. Und zwar hat ÄrzteTV mal uns erläutert, was ist Corona, wie ist es entstanden. Und das sehen wir jetzt. Das Coronavirus hat sich weltweit ausgebreitet. Ausgegangen ist es offenbar aus der Region Wuhan in der Volksrepublik China. Mit Stand vom Montagmorgen gab es insgesamt fast 154.000 Infektionsfälle weltweit. Knapp 5.800 Menschen sind bereits daran gestorben. In Deutschland sind es derzeit 3.800 Fälle. Auch hier der Stand vom Montagmorgen. Stündlich werden es mehr. Noch weitaus häufiger betroffen ist Italien mit rund 21.000 bestätigten Fällen. Dieses Ding hier ist das Coronavirus. Eigentlich sieht es ja echt niedlich aus, wie eine Art Antistress- oder Massageball. Nur dass es hier eher nicht zum Stressabbau kommt, im Gegenteil. Über kleinste Tröpfchen kann das Virus in unseren Organismus gelangen und befällt dort die Zellen. Unser Körper reagiert darauf und schickt spezielle Zellen los, die die infizierten Zellen wiederum vernichten, ja quasi auffressen. Das aber kostet Kraft und das zeigt sich in solchen Zuständen, die wir auch von der Virusgrippe, der Influenza kennen. Fieber, Atembeschwerden und wir sind ganz schön schlapp. Okay, jeder Mensch reagiert anders darauf, mal heftiger und mal weniger heftig. Besonders ältere Menschen und Menschen, die eine vorgeschädigte Lunge haben oder ein schwaches Immunsystem, müssen sich vorsehen. Wir haben es ja eingangs an den Zahlen gesehen. Das Virus kann diesen Personenkreis so sehr schwächen, dass es zum Tod führen kann. Man kann nicht verhindern, dass sich viele Menschen anstecken. Das ist auch nicht der Sinn aller Maßnahmen, von der Absage der meisten Veranstaltungen über die Schließung von Schulen und Kitas bis zur Isolation Betroffener. Sinn und Zweck ist, dass sich die Ausbreitung verlangsamt. Denn tritt das ein, was zuweilen angenommen wird, könnten sich bis zu 70% der deutschen Bevölkerung am Ende angesteckt haben. Ein unglaubliches Maß an Betroffenen. Umgerechnet 56 Millionen Menschen werden die innerhalb kurzer Zeit gemeinsam krank. Dann mag man sich nicht ausrechnen, was das für unser Gesundheitssystem, die Wirtschaft und das öffentliche Leben bedeutet. Es würde alles zusammenbrechen. Lebensmittelversorgung, Bus und Bahn, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Polizei und Rettungsdienst, eben alles, was das öffentliche Leben ausmacht. Und es würde schon ausreichen, wenn die Schätzungen nur die Hälfte oder noch weniger Betroffene ausweisen. Was kann man also tun? Im Prinzip ganz einfach. Öfter mal die Hände waschen mit Seife, mindestens 20 Sekunden. Das ist Happy Birthday to You zweimal hintereinander gesungen. Kontakt auf oder mit anderen Menschen auf das nur unbedingt Notwendige einschränken. Lieber mal anrufen als persönlich treffen. Große Menschenansammlungen meiden und, wenn man selbst doch betroffen ist, sich im zuständigen Gesundheitsamt über die weiteren Maßnahmen telefonisch informieren. Gemeinsam überstehen wir das. Ganz sicher. Ja, in Sachsen schließen jetzt diese Woche die Kindergärten und Schulen, so auch in Riesa. Riesa TV hat sich in einen Kindergarten einer Grundschule für uns umgesehen.
Im Kindergarten Villa auf dem Kirschberg in Riesa ist es ruhig am Morgen des 16. März 2020. Hier wird normalerweise um diese Uhrzeit kräftig gespielt von den Kindern aus Krippe und Hort. Jetzt sind die Erzieher mit anderen Dingen beschäftigt. Sachsenweit bereiten sich Schulen und Kitas auf die Schließung vor. Für die Leiterin der Einrichtung, Gabriela Menzer, und ihre Kollegen eine Ausnahmesituation. Im Moment ist es so, dass viele Eltern sich eigentlich in der Presse informiert haben und versucht haben, die Kinder unterzubringen in der Häuslichkeit, so wie es eigentlich auch von der Stadt angestrebt war. Und ich glaube schon, dass das eine gute Entscheidung gewesen ist, um einfach die Gesundheit der Bürger irgendwo ein Stück zu schützen. Dass der Schutz vor einer Coronavirenübertragung im Vordergrund steht, war schon vor dem Wochenende klar. In der Trinitatis-Grundschule toben normalerweise über 150 Schüler während der Hofpause. An diesem Montag ist die Schar der Kinder sehr übersichtlich. Im Sekretariat arbeitet man genau wie im Lehrerzimmer an Varianten, den Schülern eine Alternative zum fehlenden Schulbetrieb zu schaffen. Wir wollen das über E-Mail, dass wir alle Eltern bitten, ihre E-Mail-Adressen bei uns hier einzureichen. Das läuft in der Regel schon in vielen Klassen, aber noch nicht durchgängig. Jetzt lehrt die Erfahrung, es ist notwendig, da auch digitale Wege zu bestreiten, und darauf stellen wir uns ein. Rückmeldungen kommen auch von den Eltern dann per E-Mail, per Post. Und wir haben das große Ziel, auch zu unseren Kindern immer den Kontakt zu halten. Denn 4 Wochen ist für Grundschüler eine wirklich lange Zeit. Egal ob Schule oder Kita, die Mitarbeiter sind sich dem Ernst der Lage bewusst und engagieren sich für ihre kleinen Schützlinge. Wobei sie die erst nach Ostern wiedersehen dürften. Wir sind jetzt im Moment auch dabei, einen Notfallplan zu erstellen. Ich glaube schon, es ist so eine gewisse Unsicherheit da. Wie wird es weitergehen? Wie entwickelt sich alles? Aber ich denke, wir werden eine gute Lösung finden, sodass alle irgendwo auch ein ganzes Stück mit der Situation umgehen können. Wir hatten uns mit den Lehrern vereinbart, wir treffen uns alle heute Morgen 7 Uhr in der Schule und werden mal sehen, was kommt. Es war ein bisschen ein mulmiges Gefühl, aber es sind eine Handvoll Kinder, deren Eltern sich erst organisieren müssen, und auf die haben wir uns jetzt eingestellt. In den Bildungseinrichtungen und Kindertagesstätten ist es jetzt erst einmal ruhiger. Dafür geht es in den Familien turbulent dazu. Am Montag waren zahlreiche Unternehmen dabei, Regelungen für ihre Mitarbeiter zu finden, deren Kinder in den Zwangsferien sind. Wir in Sachsen Spezial, wir wollen Sie heute ganz schnell über die verschiedenen Situationen in Sachsen informieren. Und so gehen wir jetzt direkt weiter nach Hoyerswerda. Und dort ist Bernd Wogaber von der Lausitzwelle zugeschaltet. Wie ist die Lage in Ostsachsen, Bernd? Natürlich ist Corona auch in Ostsachsen und Südbrandenburg Thema Nummer 1. Wie überall im Land kommt das gesellschaftliche Leben fast zum Erliegen. Schulen, Kitas, Kinos, Kulturhäuser und Gaststätten sind teilweise oder ganz geschlossen. Behördenverkehr ist möglichst telefonisch oder elektronisch zu erledigen. Am Freitag wurde die Grenze zu Tschechien geschlossen. Offensichtlich wegen Hamsterkäufen von Zigaretten und nochmal billig tanken gab es an der Grenze Autoschlangen und teilweise chaotische Verhältnisse. Unsere Meldung vom Freitag bestätigt dies eindrucksvoll. Die Kollegen von Lausitz News waren dabei mit der Kamera vor Ort. Nachdem am Donnerstagnachmittag bekannt wurde, dass in der Tschechischen Republik der Notstand ausgerufen und eine Reinreisesperre für Deutsche verhängt wurde, nutzten viele am Abend noch die Möglichkeit, günstig zu tanken und einzukaufen. Dabei bildeten sich zunehmend länger werdende Staus auf den engen Straßen. Vor Ort berichteten Beteiligte davon, dass sie sich bereits auf notfalls mehrstündige Aufenthalte eingestellt haben. Die Lage an den Grenzübergängen ist aktuell unverändert chaotisch. Ein Ende der Einreisewelle zum Tanken und Einkaufen ist nicht in Sicht. Der Einreisestopp nach Tschechien soll in der Nacht von Freitag zu Samstag in Kraft treten. Nach letzten Informationen der Landratsämter ist die Zahl der am Coronavirus Erkrankten im Landkreis Görlitz um 2 Personen auf nunmehr 9 Infizierte gestiegen. Mit Stand gestern 19.30 Uhr bestehen dazu 48 Verdachtsfälle. Im Landkreis Bautzen sind derzeit 20 Personen infiziert. 450 Menschen befinden sich mittlerweile in Quarantäne. Diese Zahlen beziehen sich auf den Stand heute 9.15 Uhr. Im Landkreis Oberspreewald-Lausitz sind derzeit 5 Infizierte offiziell gemeldet. Über aktuelle Entwicklungen halten wir unsere Zuschauer natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Soweit unser Bericht aus der Mitte der Lausitz.
Ja, willkommen zurück zur Wir in Sachsen, unsere Gemeinschaftsproduktion zum Thema Corona in Sachsen. Und jetzt schalten wir ins Erzgebirge nach Bayerfeld zu ErzTV. Wer nicht weiß, wo Bayerfeld ist, das liegt in der Nähe von Auer und Schwarzenberg. Und zugeschaltet ist jetzt Sven Schimmel. Hallo Sven. Hallo René, das ist korrekt. Also zwischen Auer und Schwarzenberg, wer das nicht weiß, das ist so an der Peripherie zwischen den Altkreisen Auer, Schwarzenberg und Stolberg. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ja. Und ihr sendet dort im Erzgebirge und die erste Frage, die ich natürlich an euch habe, ist, wie ist die Situation im Erzgebirge? Es ist ja sicherlich eine andere als in den großen Städten des Freistaates. Ja, die Situation hier vor Ort ist recht gefasst. Mit Stand vom Dienstag gibt es hier 8 bestätigte Erkrankungen, die uns das Gesundheitsamt Erzgebirgskreis gemeldet hat. Wie überall wurde für diese Personen Isolation angeordnet und mögliche Kontaktpersonen werden ermittelt. Die Behörden tun ja viel, um alles auch transparent zu halten und umfassend zu informieren. Dazu gab es gestern auch eine Pressekonferenz, auf der Landrat Frank Vogel noch einmal deutlich gemacht hat, dass jedem eine entsprechende Verantwortung zukommt. Er hat da an den gesunden Menschenverstand appelliert. Und einen ausführlichen Zusammenschnitt gibt es online auf Facebook und YouTube. Ja, die Krankenhäuser haben Vorkehrungen getroffen. Bei Helios in Aue zum Beispiel darf nur noch ein Besucher am Tag einen Patienten besuchen für eine Stunde. Und das auch, wie gesagt, zeitlich eingeschränkt. Ansonsten sei man aber vorbereitet. Besonders betroffen ist man hier natürlich von der Schließung der Grenze zu Tschechien. Gerne ist man ja in Bärenstein, in Oberwiesenthal oder in Johanngeorgenstadt oder Reitzenhain mal kurz über die Grenze gefahren, hat vermeintlich billiger getankt und ein paar Zigaretten geholt. Das ist aber erstmal alles Geschichte für mindestens die nächsten 3 Monate. Und das zerrt schon an den Nerven der Anlieger in der Grenzregion. Fast schon fassungslos standen sie an der Grenze, wie hier in Bärenstein, und haben zugeschaut, wie Polizei und Behörden die beiden Brücken abgeriegelt haben. Und zwar nicht einfach so, sondern auch wirklich mit schweren Betonblöcken. Ja. Gerade in Bärenstein ist es ja auch so, dass ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Ort wirklich so ein bisschen fast geteilt ist durch die Grenze. Ja, so und, ist es. Dann ist es ja wirklich für die Leute wirklich, das war ja früher ein Spaziergang rüber und nüber und jetzt ist es halt dann nicht mehr so. Wie ist das, hast du was gehört von, es gibt ja auch viele ausländische Arbeitskräfte bei euch in der Region. Wie ist das geregelt? Ja, genau, das hat eine ganz besondere Bedeutung im Grenzgebiet. Du hast es gesagt, gibt es zahlreiche Pendler, sogar auf beiden Seiten. Also heißt, einige Tschechen arbeiten hier in Deutschland, sind also auf die Übergangsstellen angewiesen oder auch umgekehrt. Doch bislang war nur ein Übergang noch in Reitzenhain möglich, an einem relativ großen Grenzübergang, an dem auch Kontrollen einfach durchführbar sind. Bedeutet also für die Menschen zum Beispiel aus Boschidar gleich neben Oberwiesenthal oder in Weiperty, das fließend, du hast es ja gesagt, in Bärenstein übergeht oder auch bei Johanngeorgenstadt, ein immenser Umweg von um die 1,5 bis 2 Stunden plus die Grenzkontrollen noch dazu. Also fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und wer keinen gültigen Arbeitsvertrag vorweisen kann, der muss auch wieder umkehren. Jetzt hat man aber reagiert und der Grenzübergang Oberwiesenthal ist jeweils von 5 bis 23 Uhr für Pendler geöffnet. Das war ein enorm wichtiger Schritt für die erzgebirgische Wirtschaft. Das sind aber auch die einzigen Ausnahmen, die an den Grenzen gemacht werden. Und teils rührende Szenen haben sich abgespielt, hat uns unser Reporter berichtet, so à la Romeo und Julia, beide auf 2 unterschiedlichen Seiten der Grenze, zum Sehen nah, aber doch können sie nicht zusammenkommen. Enthaltsamkeit für ein Vierteljahr, das ist nicht ohne. Ja, und schauen wir noch mal, Stichwort Wirtschaft, auf den Tourismus. Wir wissen ja jetzt, dass die Hotels schließen müssen, zumindest für Gäste, die aus touristischen Gründen hinkommen. Also ich habe gehört, einige Hotels haben trotzdem noch offen für quasi Dienstreisen, die es natürlich trotzdem noch in Teilen geben kann. Mit welchen Auswirkungen rechnet ihr mit dem Tourismus? Weil es ist ja ganz klar, das Erzgebirge ist ja auch eine sehr touristische Region. Das ist vor allem eine touristische Region. Hier in den Urlaubsgebieten bemüht man sich um Normalität. Am Wochenende waren die Skigebiete zum Beispiel noch offen. Man konnte also seinem Sport nachgehen. Sogar das Oberwiesenthaler Nacktrodeln, jedes Jahr eine Mordsgaudi hier, ging gut über die Bühne. Fanden nicht alle toll, wie man das auch in den sozialen Medien nachlesen kann, aber sei es drum. Natürlich aber hat es zahlreiche Stornierungen gegeben. Natürlich sind die Touristengebiete weitaus weniger stark frequentiert, aber was soll man auch sonst machen hier? Alle Kultureinrichtungen, Museen oder Ausstellungen sind geschlossen, Stadtführungen gibt es keine mehr, Touristinfos sind zu und obendrein überlegen zahlreiche Restaurants und Gaststätten vorübergehend auch erstmal ganz dicht zu machen. Sie dürfen ja bald nur noch bis 18 Uhr. Und ein Kollege sagte mir, auf der sonst viel befahrenen B95 hätte man am Wochenende die Kinder mit Kreide drauf malen lassen können. Es wäre nichts passiert.
Okay, das sind die Bilder, beziehungsweise das ist die Information aus dem Erzgebirge. Und damit sage ich vielen Dank an ErzTV, an Sven Schimmel. Und wir sind gleich wieder nach einer kurzen Unterbrechung für Sie da. Sie sind immer noch bei den sächsischen lokalen TV-Sendern. Willkommen zurück bei Wir in Sachsen Spezial, 16 Sender, eine Sendung. Ja, in Chemnitz wurde auch eine Messehalle als Notkrankenhaus und als Untersuchungsstation eingerichtet. Und wir waren bei der Pressekonferenz dabei vom Landkreis Mittelerzgebirge. Und dort hat das MEF die Frage gestellt, ob sowas auch für den Landkreis Mittelerzgebirge geplant ist. Chemnitz wurde die Messehalle umfunktioniert zu einem großen Aufnahmebereich. Gibt es sowas im Erzgebirge? Ist sowas geplant? Wird sowas vorgehalten? Es gibt solche Planszenarien auch bei uns. Aber die Planung haben wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkretisiert. Das heißt, wir müssten ein solches Infektionsgeschehen haben. Das ist die Lösung, die die Chemnitzer Kollegen dort verfolgen. Dass die Krankenhäuser nun mal aufnahmefähig sind, eine Konzentration auf schwerwiegende Fälle erfolgt und leichtere Fälle in einem Notkrankenhaus, wenn wir das mit der Umgangssprache so beschreiben können, dann dort Aufnahme finden und Betreuung finden. Von Therapie können wir ja leider noch nicht sprechen. In Isolation kommt ja nur, wenn der begründete Verdacht besteht. Mit einem Infizierten unmittelbar Kontakt zu haben, also unmittelbar vielleicht an der Stelle auch nochmal, Landrat Vogel, wir haben uns das so angeübt, das mache ich jetzt nicht. Wenn ich ihn auf die Schulter jetzt tippen würde und ich wäre eine infizierte Person, dann ist er die unmittelbare Kontaktperson. Wenn ich es dann weitergebe, dann ist es dann auch nicht mehr. Das ist nicht die Auffassung von uns, sondern Robert-Koch-Institut bundesweit. Und deswegen ist es so wichtig, diese Kontaktpersonen zu ermitteln. Und dann im Gespräch mit den Kontaktpersonen, so läuft das also konkret ab, finden dann die Mitarbeiter wieder raus, hatten sie denn wirklich Kontakt mit dem Infizierten oder ihre Frau oder die Nichte, die Tante, der Arbeitskollege, wie immer. Und daraus ergibt sich dann das Risiko, Kontakt tatsächlich gehabt zu haben. Und das läuft dann ab und wenn diese Kontaktperson feststeht, dass also nicht auszuschließen ist, dass die Person A diese unmittelbare Kontaktperson ist, dann gibt es eine Aufgabe aus dem Gesundheitsamt gegenüber der Person, unverzüglich den behandelnden Arzt aufzusuchen. Da wird abgefragt, wer ist Ihr behandelnder Arzt? Und an diesen behandelnden Arzt geht dann zeitgleich vom Gesundheitsamt dieser Hinweis, Achtung, Kontaktperson mit allen Daten, die wir haben, damit sichergestellt ist, dass der Arzt Bescheid weiß und dass der Arzt angehalten ist, uns Bescheid zu geben als Behörde, wenn die Person nicht unverzüglich bei dem Arzt sich vorstellt. Das ist ein Sicherheitsmechanismus, der damit beinhaltet ist. Es gibt die Auflage, diese Aufforderung, Sie stellen sich unverzüglich Ihrem Arzt vor, der Arzt kriegt die Nachricht und wir kriegen von dem Arzt, wenn diese Person sich nicht unmittelbar anruft, Termin vereinbart und bei dem Arzt auftrifft. Leistet das jeder Hausarzt? Jeder Hausarzt, der dazu in der Lage ist, von seinem Dienstregime, leistet das. Wir haben die Situation, dass tatsächlich die Empfehlung flächendeckend in der Bundesrepublik und auch hier im Erzgebirgskreis herausgeben, wenn das Risiko besteht, auch wenn es ein geringes ist, dann sollte man vorsorglich 14 Tage zu Hause bleiben. Das ist keine Quarantänisierung, sondern das ist eine vorsorgliche Maßnahme, die auch aus dem Gesundheitsamt genauso kommuniziert wird, ohne Bescheidung bei diesen Fällen. Und wir würden dort nur administrativ eingreifen, wenn die Person sagen würde, und ich bleibe nicht zu Hause. Diese Fälle haben wir nicht im Erzgebirgskreis bis heute. Das heißt, man folgt der Empfehlung mit dem zwingenden Hinweis, den Arbeitgeber unverzüglich, den jeweiligen Arbeitgeber unverzüglich zu kontaktieren, mit der Maßgabe, ich könnte eine Risikoperson sein. Ich war im Gesundheitsamt, also in der Telefonleitung. Da hat ja keine Untersuchung stattgefunden, weil keine Kontaktperson, unmittelbar, keine Symptome. Deswegen braucht es dort auch nicht die Arztvorstellung. Mit der Maßgabe, Sie bleiben bitte 14 Tage zu Hause. Und dort wird von den Kollegen im Gesundheitsamt dann der Kontakt gehalten, telefonisch. Alles andere läuft ja mehr oder weniger zentral. Die Schließung von öffentlichen Einrichtungen, Theater, Museen, Bäder, da wird es eine Allgemeinverfügung geben. Dort haben wir am Freitag den Freistaat gebeten, dass er dort das vielleicht flächendeckend gleich zu einem bestimmten Tag in dieser Woche, es wird in dieser Woche passieren,
ich denke mal Mitte der Woche, dass er dort eine Allgemeinverfügung für ganz Sachsen gleich ausspricht, damit nicht jeder Landkreis das unterschiedlich macht, weil du kriegst dann solche Anrufe. Ne? In Zwickau machen sie gerade das, warum im Erzgebirgskreis nicht? In Bautzen haben sie das gemacht, warum das nicht? Also dass wir dort ein bisschen im Gleichklang sind, das denke ich mal läuft. Und ansonsten müssten wir gegebenenfalls, sage ich mal, per Allgemeinverfügung reagieren, die wir ja das letzte Mal oder vorige Woche erlassen haben, die wir heute oder morgen noch anpassen, wenn neuen Empfehlungen vom Freistaat Sachsen da sind, sodass das den Kommunen übergeben wird und die dann auch auf ihr Veranstaltungsgeschehen Rücksicht nehmen können und dort sagen können, okay, dann sprechen wir dort aus. Thomas Senker ist der Oberbürgermeister von Zittau. Und Punkt 1 Oberlausitz TV hat von Ihnen ein Statement aufgezeichnet, wie die Situation in Zittau ist. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zittauerinnen und Zittauer, wir befinden uns in einer Zeit, wo manche Menschen schon die Krise vor Augen haben und in manchen Ländern Europas ist es auch längst zu weit. Und deswegen haben wir uns darauf verständigt, möglichst viele Maßnahmen zu treffen, um dem vorzubeugen. Gestern gab es eine große Runde der Landesregierung mit sehr vielen Bürgermeistern, Landräten und Vertretern von Verwaltungen. Und ich habe heute die Gelegenheit genutzt, am 14.03. den Krisenstab der Stadtverwaltung zusammenzurufen, um die konkreten lokalen Maßnahmen hier vorzubereiten. Und ich möchte sie Ihnen gerne erklären. Deswegen bin ich dankbar, dass Oberlausitz TV das aufzeichnet und hoffentlich auch sendet, sodass es viele von Ihnen erfahren. Und zwar direkt. Denn in vielen, auch privaten Terminen, erlebe ich Menschen einer älteren Lebensgruppe, wo ich mich doch wundere, dass ausgerechnet die, die wir schützen, besser wissen, was zu tun sei, wo doch auf der ganzen Welt Virologen jetzt gerade warnen, dass wir doch bitte Maßnahmen ergreifen. Auch wichtiger Hinweis, wir haben guten Kontakt zu unserer Partnerstadt Pistoia in der Toskana in Italien und der Bürgermeister dort hat mich nochmal sehr deutlich gewarnt, die Situation nicht ernst zu nehmen. Das ist in Italien lange genug nicht getan worden und die Ergebnisse sehen Sie leider jetzt jeden Tag. Deshalb bitte ich Sie zu akzeptieren und viel Verständnis dafür aufzubringen, dass wir in Zittau ab sofort, das heißt ab morgen Sonntag, die Turnhallen ab sofort für die Nutzung schließen und zwar auch bis zum 19.04. Das ist der Termin am Ende der Osterferien, bis zu dem über neue Maßnahmen oder gegebenenfalls die Öffnung wieder entschieden wird. Dazu zählt auch die Schließung des Weinaustadions, der Zittauer Schwimmhallen in Hirschfelde sowie im Stadtbad, die städtischen Museen Zittau, das Gerhard-Hauptmann-Theater hat seinen Vorstellungsbetrieb eingestellt und sämtliche städtischen Veranstaltungen oder auch Veranstaltungen von Dritten, die im Zittauer Gebäuden, auf die wir Einfluss haben, stattfinden sollten, werden bis auf Weiteres abgesagt. Dazu auch vielleicht für Sie Kleinigkeiten, für die Betroffenen immer ein möglicher wichtiger Termin. Wir haben es in der Stadtverwaltung üblicherweise so, dass ich und meine Stellvertreter zu runden Geburtstagen, hohen Hochzeitsjubiläen, Betriebsjubiläen zur Gratulation gehen. Selbstverständlich möchten wir die Menschen und ihre Verdienste ehren. Das müssen wir bis auf Weiteres aussetzen. Wir wollen niemanden gefährden. Unsere kommunalen Gesellschaften, Sie wissen, wir haben eine Kindertagesstätten GmbH und wir haben auch Pflegeheime, bereiten sich im Moment sehr darauf vor, wie der Freistaat damit umgehen will, die Kitas in einen eingeschränkten Betrieb zu nehmen und auch die Schulen in einen eingeschränkten Betrieb. Das heißt, die Schulen sollen sogar geschlossen werden. Ab Montag gilt keine Schulpflicht mehr. Aber wir brauchen für die Strukturen, die unser aller Leben auch tatsächlich vorbereiten und möglich machen, brauchen wir Mitarbeiter. Und diese Mitarbeiter müssen die Chance haben, ihre Kinder in Betreuung zu geben. Lassen Sie es mich so sagen. Es ist deutlich gefährlicher, wenn eine Kita, die bis zu 300 Kinder hat, mit einem Infektionsfall geschlossen werden muss, als wenn dort eine Notbetreuung stattfindet, wo nur 20 bis 30 Kinder sind. Wenn das geschlossen werden muss, ist die Auswirkung auf unsere Gesellschaft nicht ganz so groß. Das ist das Organisationsmodell, was dem Freistaat vorschwebt. Und wir als Bürgermeister, Landräte und Verwaltung stützen das ungemein. Wir müssen das Infektionsrisiko minimieren, wo es nun geht. Sie persönlich können dazu natürlich auch beitragen. Und deswegen möchte ich Sie gern daran erinnern, Sie müssen keine Hamsterkäufe tätigen. Unsere Wirtschaft läuft noch ziemlich gut, insbesondere im Bereich dessen, wo Sie einkaufen können. Jeden Tag sind die Supermärkte wieder gut bestückt. Vielleicht gewöhnen wir uns alle wieder ein normales Einkaufsverhalten an, damit diejenigen, die sich vielleicht da gerade so allein zu Fuß hinbewegen, dann auch noch was bekommen. Dazu etwas Weiteres. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass Sie abwägen, welche Kontakte Sie im Moment wirklich brauchen und pflegen müssen. Denn das ist wieder ein Infektionsrisiko, das Sie für sich selbst, aber auch für die anderen mitbringen. Darüber hinaus
glaube ich, es würde uns allen sehr gut tun, wenn wir sehr darüber nachdenken, welche Informationsquellen wir nutzen, denn nicht alle Informationsquellen sind echte. Und ich für meinen Teil bin ziemlich froh, dass wir eine Bundesregierung haben, die ganz offensichtlich funktioniert, dass wir eine Landesregierung haben, die sich mit den anderen Landesregierungen abstimmt und dass wir hier Maßnahmen treffen, die mit den führenden Virologen unseres Landes abgestimmt sind. Wer das besser weiß, soll das anders machen, aber soll bitte unsere Gesellschaft nicht belasten. In diesem Sinne, ich wünsche uns allen eine gute Zeit, denn es wird schwierig, das erkennen auch die Ärzte längst. Und die haben uns am meisten zu helfen mit all ihrem Personal. Und ich danke allen, die das Leben im Moment möglich machen, sei es bei den Stadtwerken, sei es als Verkäuferin, sei es als irgendein Betreuer in irgendeiner sozialen Einrichtung. Wir brauchen sie alle und wir alle zusammen müssen das schaffen. Vielen Dank. Wir bleiben beim Thema Corona hier in unserer Sendung Wir in Sachsen Spezial, der Sendung der lokalen TV-Sender in Sachsen. Und zwar geht es jetzt um das Thema Wirtschaft. Alle Bereiche in Sachsen sind von der Corona-Krise betroffen, manche stärker wie Reisebüros, manche vielleicht etwas weniger wie Handwerker. Aber das MEF aus Marienberg hat sich unterhalten mit dem Inhaber der Kids Arena in Marienberg. Wie sind Sie als Unternehmer quasi hier, der täglich eigentlich mit jungen Menschen zu tun hat, damit betroffen? Ja, wir sind natürlich in dieser Branche ganz stark betroffen. Wir haben Umsatzrückgänge von über 70-80% und müssen erst einmal abwarten, ob sich das noch weiter absenkt, bis auf null runter. Also wir haben momentan keine Ahnung, weil sich ja die Situation auch täglich oder stündlich sogar ändert. Wie sah das vergangene Wochenende aus? War wenigstens noch was los hier in den Räumen? Ja, also das letzte Wochenende ging eigentlich noch. Ja, wir haben natürlich, sage ich mal, von normal 10 Kindergeburtstagen waren dann im Endeffekt nur noch 4 da. Und was wir heute ständig haben, das sind stündlich Stornierungen und das zieht sich jetzt durch. Und mal gucken. Ich denke, dieses kommende Wochenende wird es mit Sicherheit nicht mehr so sein wie das vergangene. Da wird sich noch einiges tun. Ja. Gibt es auch schon entsprechende Auflagen von Behörden oder ist da noch sehr Zurückhaltung? Ja, leider nicht, muss ich sagen, weil meiner Ansicht nach müsste das viel einheitlicher passieren, wie es jetzt momentan ist. Es ist mehr so ein bisschen ein Flickenteppich. In dem Bundesland ist es so, in dem anderen ist es so. Also meiner Meinung nach müsste da eine einheitliche, bundeseinheitliche Regelung getroffen werden, sodass wirklich jeder weiß, so ist es jetzt. Ne? Und dann gibt es keine Fragen, habt ihr offen, habt ihr nicht offen. Wir müssen Stellung beziehen und kommen auch zum Teil Vorwürfe. Ja, ihr könnt doch nicht offen haben, ja, alle Schulen sind zu und ihr macht auf. Bei uns gibt es aber natürlich auch wirtschaftliche Hintergründe, ja, wo wir dann darauf achten müssen auch. Wie seht ihr das? Fühlt ihr euch unterinformiert? Unterinformiert möchte ich nicht sagen. Also wir haben ja alle Informationen, die wir brauchen, aber nicht die richtigen. So könnte man es ausdrücken. Was wären die richtigen? Ja, die richtige Information wäre zum Beispiel einheitliche Schließung aller Gaststätten, aller öffentlichen Einrichtungen. Sind ja zum Teil geschlossen, aber Gaststätten und so gibt es noch keine Verfügung und darauf warten wir. Ihr habt bei euch im Unternehmen ja auch noch einen sportlichen Bereich, also diese Fitnesscenter. Ist das quasi auch betroffen oder wie handhabt ihr das bisher? Ja, ist natürlich genauso betroffen. Die Regelung hier ist sehr schwierig. Es ist zwar kein Menschenandrang dort, es sind alles Sportler, die man davon ausgeht, dass sie gesund sind, was man natürlich nicht weiß bei diesem Virus. Gibt es aber auch noch keine einheitliche Regelung. Also da haben wir noch keine Informationen, wie wir da handhaben sollen. Ihr habt aber momentan noch auf. Wir haben auf. Ja. Wir haben alle Bereiche in unserem Betrieb noch auf. Ja. Ist natürlich alles sehr weit runtergefahren von der Gästeanzahl. Habt ihr irgendwelche besonderen Vorkehrungen, besondere Regelungen eingeführt? Was wir haben, ja, das sind speziell die ganzen Desinfektionsmittel sind natürlich enorm gestiegen. Ja. Wir weisen jeden Kunden darauf hin, auf was Rücksicht zu nehmen ist. Nicht? Ob es jetzt angefangen vom Händewaschen oder wenn jemand irgendwelche Anzeichen hat einer Erkrankung, dass er dann natürlich bei uns nicht auftaucht. Solche Vorkehrungen haben wir aber schon vor Wochen getroffen und die werden auch sehr groß eingehalten zum großen Teil. Ja. Wie sehen Sie die Zukunft? Gute Frage, nächste Frage. Das war unser Wir in Sachsen Spezial. Wir werden auf jeden Fall im Laufe der Woche nochmal eine weitere Sendung Wir in Sachsen Spezial machen. Es kann sein, dass wir die live auf Facebook machen mit allen sächsischen Lokalsendern zusammen oder wieder als Aufzeichnung, wie Sie es jetzt gesehen haben. Bleiben Sie dran, bleiben Sie Ihren Lokalsender gerade in dieser Zeit auch treu.
Alternativ können Sie die Sendung natürlich bei YouTube angucken oder bei Facebook. Schalten Sie uns ein, wir freuen uns auf Sie und bis demnächst. Tschüss. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert vom Kosmetiksalon Barbara Riedel in Flöha.